Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben gerade ein Foto gemacht, wo wir jemanden auf frischer Tat ertappt haben, wie er sich an dem Pickup zu schaffen gemacht hat. Wir haben ein Foto gemacht und wollen das jetzt entwickeln gehen. Das wollen wir jetzt tun. Erstmal ausschalten, weil sonst kommen wir hier nicht weg. Hier in diesem Foto, ja, kleines Labor. Können wir den Fotoapparat, achso, Licht aus müssen wir machen. Und da kommen auch schon gleich die Bilder? Ja. Oder das Bild. Er hat ja nur eins gemacht. So, hängen wir das auf. Licht wieder an. Und angucken. Gut, das ist eigentlich genau das gleiche, was wir vorhin auf dem Monitor gesehen haben. Können wir das Bild denn mitnehmen? Nein. Warum nicht? Das könnte man so gut Inspektor Kotter zeigen. Vielleicht können wir es so mitnehmen? Nee. Auch nicht. Gut, aber ich würde jetzt erstmal zum Auto gehen. Und erstmal Onkel Titus nochmal ansprechen. Ja. Erstmal Onkel Titus sagen, dass sein Boot kaputt ist und dass das Auto manipuliert worden ist. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr eigentlich heute diesen Knall gehört? Unglaublich. Das erinnerte mich daran, als ich vor Jahren mal aus Versehen Nitroverdünner in mein Motorrad gekippt habe. 3 Tage konnte ich von der Explosion nichts mehr hören. Ja, man muss schon aufpassen, was man tankt. Oh. Ich glaube, mein Telefon klingelt. Tut mir leid. Kundschaft. Ah ja, also er hat auch schon Erfahrungen gemacht mit solchen Zeug, der den Motor kaputt macht. So, Tante Mathilda, dann sagen wir ihr das halt mit dem Auto. Gerade habe ich an euch gedacht. Eben rief Miss Barnes an. Ihr Mann wollte raus zum Fischen und rums ging der Motor in die Luft. Schrecklich, nicht? Also haltet euch lieber fern vom Hafen. Ich muss jetzt erstmal Miss Silver anrufen und ihr das erzählen. Bis später. Ja, wir waren ja schon am Hafen und der Motor ist dort ja auch in die Luft geflogen. Und zwar den von Onkel Titus, sein Boot. Aber das hat ihn jetzt nicht so interessiert, weil wir ihm das leider nicht sagen konnten. Aber wir werden jetzt zur Polizeistation gehen, weil wir ein Foto von dem Täter gemacht haben. Vielleicht kann Inspektor Kotter damit dann was anfangen. Na sieh an, die 3 Fragezeichen. Bestimmt wollt ihr zu Inspektor Kotter. Sie haben richtig geraten. Ist er da? Er müsste jetzt in seinem Büro sein. Geht einfach durch. Machen wir wie immer. Ich sehe, ihr kommt nicht richtig weiter in eurem Fall. Wir sind kurz davor, aber uns fehlt noch ein winziges Detail. Guckt euch um. Wenn ihr was gefunden habt, macht euch am besten eine Kopie. Aber vorher müsst ihr leider bezahlen. Die Stadt muss sparen, sparen, sparen. Das war ja schon mal ein guter Tipp, dass wir wahrscheinlich den Kanalisationsplan brauchen werden. Weil eine Kopie haben wir uns ja schon in der letzten Folge gemacht. Den habe ich auch hier in der Tasche. Ja, dann denke ich mal, gehen wir noch mal nach oben. Also nach oben in Richtung der Karte, die wir dort hatten. Also nicht den Kanalisationsplan, sondern hier, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Burg, Festung, Bauernhaus, was auch immer. Und klingel nochmal. Ich glaube, ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Das haben Sie schon. Es ist nur, dass... Was ist was? Dass wir den Professor dringend sprechen wollen. Junger Freund, mir scheint, dass Ihre Wahrnehmungskraft ein wenig getrübt ist. Sagte ich nicht schon mehrmals, dass der Herr nicht im Hause ist? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Ich Ihnen nicht. So, nochmal klingeln. Verstehe ich nicht, warum er nicht ein zweites Mal öffnet. Können wir irgendwas anderes tun? Nochmal Mülleimerkram. Immer noch das gleiche. Hier ist kein Häkchen komischerweise drin. Ist ja auch noch nicht hochgegangen, ne?
Na gut, das bringt uns jetzt leider auch nicht weiter. PR stand ja, glaube ich, drauf. PR, mit dem wir leider auch noch nichts anfangen konnten. Hier haben wir ja auch als Zigarre gefunden und konnten so dem erstmal entlarven, dass die zu dem Professor gehörte. Oder zu dem Gärtner, besser gesagt. Ja, gehen wir mal hier nach links. Okay, dann kommen wir hier hin. Dann schauen wir nochmal, ob uns der Anrufbeantworter irgendwas Schönes beschert hat. Ja, er blinkt. Dann ich drücke mal Play. Mein Name tut nichts zur Sache. Lasst die Finger von Dingen, die euch nichts angehen. Das ist meine letzte Warnung. Ja. Tja, die werden wir nicht beherzigen. Und zwar, wir werden diesen Fall lösen und dich zur Rechenschaft ziehen lassen. So, was können wir jetzt noch tun? Jetzt haben wir den Anrufbeantworter abgehört. Das wird dann wieder der Herr oben gewesen sein. In seinem Häuschen. Auf seinem Berg. Und deswegen wollen wir da jetzt nochmals hin und hoffen, dass er jetzt etwas gesprächiger ist und nicht nur der Butler kommt. Schon wieder diese Plagegeister. Mister, wir wollen Ihren Rasen nicht zerstören. Wir würden nur gern einmal... Da, jetzt haben wir es. Ihr vertreibt die Vögel mit eurem Geschrei. Und wenn die Vögel weg sind, können sie nicht die Würmer fressen. Und wenn die Würmer nicht gefressen werden, fressen die meine Rosen. Also verschwindet! Wir wollen aber nicht gehen. Wir wollen hier bleiben. Sehr viel weiter sind wir ja immer noch nicht gekommen. Schade. Was können wir denn jetzt noch tun? Was können wir tun? Können wir was mit dem Auto noch machen? Sieht nicht so aus. Sprechen wir nochmal mit Onkel Titus. Tut mir leid. Ich habe heute den ganzen Tag keine Zeit für euch. Verrückt. Entweder ist gar nichts los oder die ganze Welt will was von mir. Schlimm ist das. Gut, Tante Mathilda. Habe ich mir gedacht, dass ihr es schon wieder seid. Leider habe ich den ganzen Tag in der Küche zu tun und... Oh, das riecht angebrannt. Oh nein, mein Kuchen. Die ist immer am Kochen. So, und dann nochmal in die Zentrale. Aber mit dem Foto können wir wirklich nichts machen. Oh, das Foto ist weg. Die Kamera auch. Das ist ja eigenartig. Ach, können wir hier was mit dem... Ach, jetzt bin ich nach draußen gegangen. Können wir das mit den Chemikalien hier machen? Hier, mitnehmen. Schere, Q-Tip, Deckel. Nein. Gut, Tasche zu. Raus. So, dann gucken wir nochmal hier. Ist auch nichts. Nochmal Telefon. Auch nix. Da liegt das Fax. Ja. Koffer nochmal aufmachen. Können wir davon irgendwas mitnehmen? Oh, die Lupe. Okay. Aber was können wir mit der Lupe machen? Ich nehme sie einfach mal mit. Wenn wir sie mitnehmen können, wird es schon irgendeinen Grund haben. Vielleicht hat der Täter ja am Strand, beziehungsweise am Strand, am Pier, am Hafen, irgendwelche Spuren noch hinterlassen. Weil da wird, ist ja noch ein anderes Boot in die Luft geflogen. Vielleicht hier hinten irgendwie? Bei den Häusern, bei den anderen Booten? Nee.
Leider nix. Schade. Ach, vielleicht können wir mit der Lupe hier noch irgendwas angucken. Nee. Auch nicht. Mal sehen, was der Tankwart noch zu sagen hat. Hallo, Jungs. Ich hab mir eure Karte direkt übers Telefon gehängt. Wenn ich mal wieder in so eine Lage komme, rufe ich euch sofort an. Das ist aber sehr nett von dir. Aber leider kannst du uns nicht in unserem Fall helfen. Schwierig, schwierig, schwierig. Tja, das ist jetzt... Gehen wir nochmal zu Porter rein. Stets zu Diensten. Der Kunde ist König, wenn er Geld hat. Gut, dann wollen wir jetzt einfach mal... Wie viel Geld haben wir denn noch? $4. Das heißt, wir holen uns Cola und Chips. Achso. Die landen nicht in der Tasche, noch nicht. So, dann wollen wir mal bezahlen. Ich war schon fast am Verhungern. So siehst du gar nicht aus. Und noch eine Cola. Das tat gut. Meine Zunge fühlte sich an wie ein trockener Schwamm. Ist ja auch kein Tropfen mehr drinnen? Danke, Bob. Aha, Bob hat die Cola einfach ausgetrunken. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte mir vorgestellt, dass Justus das genommen hätte. Hier gibt's auch nichts Neues. Das ist jetzt etwas schwierig. Vielleicht hier im Fernsehen? Neue Hinweise vielleicht? Nein. Gullideckel. Wollen wir einfach in den Gullideckel gehen? Und in die Kanalisation? Wir haben ja einen Kanalisationsplan. Okay. Ich habe da eine Idee. Das werden wir doch einfach mal machen. Ich habe ja ein bisschen Vorkenntnisse durch das davorige Spiel Geheimnis des Magiers. Deswegen nehme ich mir einfach mal ein paar Sachen mit. Der hier, der hier. Okay, da muss ich wohl doch nochmal gucken. So viel Vorkenntnisse hatte ich dann wahrscheinlich doch nicht. So, dann müssen wir erstmal ein bisschen Geld verdienen dafür, was ich machen möchte. Glas, Metall, Elektro. Was? Das war falsch. Futterbrat ist für mich Elektro. Metall. Elektro, Kunststoff, Metall, Elektro, Metall, Glas, Elektro, Elektro, Gas, Metall, okay, Kunststoff, Metall, Metall, Elektro, Metall. So, das muss reichen. Und wie es weitergeht, was mein Plan ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin.